Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Direktor Begger, ich bedanke mich für Ihre erste Begrüßung. Da haben Sie mich zum Staatsminister gemacht. Ich habe schon gedacht, Sie wissen mehr als ich. Aber Sie haben das dann relativiert, weil sonst hätte ich das relativieren müssen, weil das kommt nicht gut an. Das ist dann sowas wie Amtsanmaßung, das wollen wir dann doch nicht. Also mein Titel ist nach wie vor, jedenfalls als ich weggefahren bin, Staatssekretär. Das ist aber jetzt nicht der Hauptteil meiner Rede, meine Damen und Herren, können Sie ganz beruhigt sein. Ich freue mich besonders, und Sie haben ihn auch begrüßt, dass Professor Tennert da ist. Und er hat mir beim Reingehen gesagt, er sei extra wegen mir gekommen. Herr Professor Tennert, ich glaube Ihnen das. Ich glaube Ihnen das wirklich. Ich bin auch froh, dass Sie mich eingeladen haben, denn ich habe bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung gesehen, dass eine unglaubliche Ballung von klugen Menschen da ist, die sich wissenschaftlich mit diesem Thema befassen. Und da freut es mich umso mehr, wenn Sie so einen eingeladen haben wie ich, der so eher monokausal strukturiert ist, der aber in seiner Funktion als Regierungssprecher sich faktisch, tatsächlich und in der realen Welt mit diesen Themen befassen muss. Und deswegen wird vielleicht das, was ich jetzt sagen möchte, ein bisschen anders sein. Aber ich versuche mal, das so aus der Sicht, wie gesagt, eines monokausal strukturierten Menschen, der eigentlich Digital Immigrant ist, der sich aber von Berufswegen mit diesen Themen befassen muss, einige Gedanken, einige Anmerkungen hier loszuwerden. Meine Damen und Herren, ich komme gerade aus dem Hessischen Landtag. Dort ist eine Plenardebatte. Das findet weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Und diese Plenardebatte befasst sich heute mit der vergangenen Kommunalwahl. Auch diese Kommunalwahl wäre unter normalen Umständen eine Randnotiz in den großen überregionalen Zeitungen gewesen. Ist es aber nicht. Der eine oder andere wird gemerkt haben, dass sich auch die großen Blätter und auch die Fernsehsender mit dieser Kommunalwahl beschäftigt haben. Warum? Weil wir natürlich hier in Hessen ein Phänomen haben bei der Kommunalwahl, dass eine Partei wie die AfD, und gestern Abend ist das amtliche Endergebnis bekannt geworden, drittstärkste Partei in Hessen geworden ist mit 11,9%. Die etablierten Parteien und die, die den Anspruch erheben, Volksparteien zu sein, wie die CDU, die SPD, in Baden-Württemberg auch die Grünen, kommen nicht mal über 30%. Als Regierungssprecher dieser Regierung muss ich das bedauern. Das gehört einfach zum Pflichtprogramm. Aber als Staatsbürger muss ich feststellen, dass die Integrationskraft, die Orientierungskraft der etablierten Parteien nicht nur nachlässt, sondern immer geringer wird. Was hat das mit den Medien zu tun? Politik lebt weitgehend von Vermittlung. Der Ministerpräsident, obwohl er sich bemüht, kann nicht jedem einzelnen Wahlberechtigten in Hessen die Hand geben und seine Politik erklären. Jeder, der den Ministerpräsidenten kennt und seine Ausführungen in kurzen Strichen von 2,5 Stunden, wird wissen, das ist zeitlich unmöglich. Dafür reicht seine Lebenszeit nun mal nicht aus. Wir bedauern das, aber das ist so. Die Vermittlung wird nach wie vor von den klassischen, wissenschaftlich Gatekeeper genannt, vorgenommen. Wir hatten vor 1,5 Jahren mal eine Kabinettsklausur, da hatten wir auch eine Professorin eingeladen und wollten einfach mal wissen, wie ist das eigentlich empirisch? Ist das wirklich so, dass die neuen Medien heute die Quelle von politischer Information sind? Glauben wir das? Macht man uns das weiß oder ist das alles ganz anders? Diese Dame hat uns relativ deutlich erklärt, ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie gesagt, das sei empirisch nachgewiesen, dass der Großteil der Menschen Politik wahrnehmen über die klassischen Medien.
Das hat nichts mit dem Nutzungsverhalten, was soziale Medien betrifft, zu tun. Die werden viel stärker genutzt, aber nicht für Politikvermittlung. Deswegen sind wir, die politischen Kommunikatoren, diejenigen, die Politik betreiben, natürlich darauf angewiesen, wie Politik in diesen Medien verbreitet wird. Und wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass diese Medien ein gewisses Renommee, eine gewisse Glaubwürdigkeit haben. Und damit bin ich beim Punkt. Hier sind alle vom Fach. Und alle werden die jüngsten Umfragen, und es kommt alle paar Tage eine neue Umfrage rein, gelesen haben und werden festgestellt haben, dass Politik und Medien in einer Beziehung plötzlich in einem Boot sitzen, was vorher nicht so war. Das ist die Frage der Glaubwürdigkeit. Das geht einher mit der Flüchtlingssituation in unserem Lande, mit der Frage, wie geht man damit um. Das geht einher, und da brauchen wir nicht drum herum zu reden, mit dem, was in Köln und um Köln herum geschehen ist. Und wir stellen fest, dass die Glaubwürdigkeit der Medien, die Leitfunktion der Medien, die Orientierungsfunktion der Medien zurückgeht. Und zwar drastisch. Das hat natürlich unmittelbare Auswirkungen auf politische Kommunikatoren. Denn wie und wo sonst sollen die im Prinzip ihre Informationen loswerden und wie sollen die an die Bürger gelangen? Ob jetzt Silicon Valley der Rettungsanker ist, um diese Glaubwürdigkeit, diese Orientierungsfunktion wiederherzustellen, da bin ich mal skeptisch. Ich glaube nicht, dass Sie heute von mir hier eine Antwort erwarten im Grußwort. Denn A, würden Sie mir so das nicht abnehmen, und B, wäre die Veranstaltung dann auch beendet. Das wäre dann auch irgendwie nicht im Sinne der ganzen Geschichte. Nichtsdestotrotz möchte ich zumindest diesen Gedanken doch mal weiterführen. Herr Direktor Becker, Sie haben schon vieles genannt, was da eigentlich eine Rolle spielt. Was mich am meisten umtreibt bei dieser Geschichte, ist natürlich eine, ich bin jetzt mal vorsichtig, zumindest ein Auseinanderdriften der Gesellschaft in die Digital Natives und die Digital Immigrants. Ich persönlich, mich gibt es eigentlich gar nicht in den Augen meiner Tochter. Ich bin nicht bei Facebook, ich habe keinen Twitter-Account, ich komme nur beruflich online vor, deswegen spricht die noch mit mir. Die hatte mal Besuch von einer Freundin, war das erste Mal bei uns. Und ich habe so eine kleine Bibliothek, ich bin bekennender Zeitungsleser und Buchleser. Ich schäme mich auch nicht dafür. Und dann ging diese Freundin so durch diese Bibliothek und guckte sich das so an. Und dann sagte die mit großen Augen und Erstaunen zu meiner Tochter: Gell, ihr habt kein Internet. Ja. Ich bin jetzt nicht befugt, Ihnen eine Antwort zu geben oder meine Meinung darüber abzugeben, warum dieses Auseinanderdriften so ist und warum es den klassischen Medien so schwer fällt, in irgendeiner Weise wirtschaftliche Modelle, wirtschaftliche Strategien über die Online-Kommunikation herauszufiltern. Ob die irgendwann falsch abgebogen sind, ob das so sein muss, wie man da wieder herauskommt, da habe ich eine Meinung. Ob Silicon Valley der Stein der Weisen ist, da bin ich sehr skeptisch. Meine persönliche Meinung ist, dass es zumindest für die Printmedien nie mehr so wird, wie es mal war. Jetzt sagen Sie, das ist selbstverständlich.
dann sage ich Ihnen, reden Sie mal mit manchem Verleger. Da gibt es durchaus noch eine Vorstellung, dass diese doch lang anhaltende Episode, ich will jetzt nicht sagen zurückgedreht werden kann, aber so verändert werden kann, dass alles wieder so schön ist wie früher. Da prophezei ich mal, das wird nicht funktionieren. Und es gibt ja Beispiele in Amerika von der New York Times, die ja zumindest wollen die Zahlen das sagen, da einen Modus gefunden hat, dass sie Online-Journalismus wirtschaftlich darstellen kann. In Deutschland haben wir nun mal diese Kostenloskultur. Es gibt verschiedene Verlage, die wollen das ändern. Wir als politische Kommunikatoren beobachten das natürlich mit großer Sorge, weil wir natürlich auch wissen, dass viele, die wirklich noch Politik sinnvoll aufnehmen wollen, das über die klassischen Medien tun. Diese klassischen Medien aber sich immer mehr einengen, um es mal vorsichtig zu sagen. Da, wo ich herkomme, gibt es genau eine Tageszeitung. Ich lasse das mal liegen. Ich kann mich nämlich nicht bücken wegen meines Knies. Ist keine Unhöflichkeit. Ich brauche es auch nicht. Es gibt genau eine Tageszeitung. Ältere Menschen nehmen das wahr, was in dieser Tageszeitung steht. Und was da nicht steht, findet nicht statt. So einfach ist die Welt. Ich brauche hier keinem zu erzählen, unter welchen Redaktionsbedingungen heute Lokalseiten gemacht werden. Ist ganz schwierig. Jüngere nehmen die Zeitung nicht in die Hand, wissen aber viel mehr. Die sind in der Regel schneller informiert als ich. Ich habe in dem Bereich in der Staatskanzlei sehr viele junge Menschen, die die klassische Nachrichtenagentur dpa aus dem Geschichtsunterricht kennen. Die mir aber relativ schnell sagen, Herr Buser, passen Sie auf, jetzt ist das und das. Wenn ich dann sage, was soll ich damit anfangen, dann wird es schwierig. Weil da brauche ich dann ein gewisses Umfeld, da brauche ich eine gewisse Linie. Das vermitteln diese Medien, die bevorzugen, so nicht. Vielleicht liegt das auch an mir, dass ich nicht multitaskingfähig bin, habe ich mich auch schon gefragt. Auch da bin ich schon eines Besseren belehrt worden. Aber ich kann natürlich verstehen, dass die Verlage überlegen müssen und nachdenken müssen und sich natürlich der Herausforderung stellen müssen, was da im Silicon Valley angeboten wird. Wenn wir in dieser Republik nicht dazukommen wollen, dass wir auch die Printmedien öffentlich-rechtlich organisieren, was zumindest aus der politischen Richtung, aus der ich komme, keiner so richtig will, dann müssen wir natürlich auch den wirtschaftlich Verantwortlichen die Aufgabe mitgeben, in irgendeiner Weise Überlebensstrategien zu erkunden für ihr Medium. Dass dann natürlich das ins Spiel kommt, was Sie gesagt haben, Facebook, Google, und der Ministerpräsident wird im Mai nach Silicon Valley fahren und wird sich das alles angucken. Und dass man dann natürlich auf die Idee kommen kann, dass man diese Plattformen nutzen kann, um letztendlich Reichweiten zu erlangen und damit natürlich auch im Prinzip, also altertümlich würde man sagen, Anzeigenkunden zu generieren, das ist legitim. Als Regierungssprecher und als Verantwortlicher für die Kommunikation der Regierung muss ich mir natürlich überlegen, was heißt das?
Facebook bedeutet Emotion. Das, was wir liefern, sind in der Regel klassische Nachrichten. Das Beste, was je bei uns über die sozialen Medien lief, war der Besuch des Ministerpräsidenten beim Papst. Daran kann man das erkennen. Wir müssen dann einfach Gewehr bei Fuß stehen und überlegen, dass die Menschen, die das als Informationsmedium nutzen, was Silicon Valley anbietet, ihr Weltbild bestätigt bekommen. Sie haben alle Fachausdrücke dieser Welt genannt. Im Prinzip in einem Informationsgefängnis sind, weil sie immer nur das ausgespult bekommen, was letztendlich ihre Meinung bestätigt. Und ob ich dann als Mensch, der mit politischer Kommunikation zu tun hat, aber auch als Staatsbürger das gut finden soll, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Und ob die Logik der Algorithmen von Facebook oder auch von Google in irgendeiner Weise ethnischen Grundsätzen folgt, das hat mir zumindest noch keiner erklären können. Vielleicht gibt es das ja. Wie gesagt, ich bin monokausal strukturiert, ich weiß das nicht so genau. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Veranstaltung. Ob Sie zu einem Ergebnis kommen, was die Welt erschüttert, weiß ich nicht. Aber Sie werden lichtvolle Erkenntnisse haben. Und natürlich, auch wenn ich Digital Immigrant bin, muss ich mich in meiner Funktion als Regierungssprecher maßgeblich mit diesen Medien beschäftigen. Ich wünsche daher der Veranstaltung einen Erfolg, lichtvolle Erkenntnisse und dass sie uns weiterbringt. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit.